Gebrochene Versprechen, dreiste Lügen, Unterschlagungen. Unser Thema heute, die Krise des Vertrauens. Herzlich willkommen zu Politik konkret. 44% der Menschen glauben nämlich, dass Macht das hauptsächliche Motiv der Politiker ist. Steckt die Politik in einer Vertrauenskrise? Dieser Frage sind wir für Sie nachgegangen. 2 Tage vor der Bayernwahl hofft Günther Beckstein noch, das seit Jahrzehnten zementierte Wählervertrauen in die CSU möge auch seinen Kopf retten. Der Mythos der Unbezwingbarkeit der Bayernunion, er ist für alle Zeit dahin. Auch im roten Lager werden die guten alten Zeiten, als die SPD noch Volkspartei war, mit neuen Köpfen herbeibeschworen. Zweifellos, ein Jahr vor der Bundestagswahl kehren viele Bürger beiden großen Koalitionspartnern den Rücken. Weil große Parteien uns in den vergangenen 50 Jahren in unserem Land Stabilität gegeben haben. Sie haben uns Berechenbarkeit gegeben. In knapp einem Jahr ist Bundestagswahl. Vertrauen in die Politik kann wiederhergestellt werden. Aber nur, wenn die Versprechen der kommenden Monate nach der Wahl auch eingehalten werden. Bei mir im Studio begrüße ich nun Gertrud Hüller. Herzlich willkommen, Frau Hüller. Sehr schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind nicht nur eine der renommiertesten deutschen Beraterinnen von Politik und Wirtschaft, sondern auch Autorin diverser Bücher. Über das Aktuelle sprechen wir nachher noch. Doch zunächst würde ich gerne mit Ihnen das Thema Vertrauen mal genauer angucken. Wir haben nächstes Jahr, die Bundesrepublik hat nächstes Jahr ihren 60. Jahrestag. Wenn Sie eine Vertrauensbilanz ziehen müssen, wie sähe die aus? Man könnte spontan sagen, abnehmendes Vertrauen im Laufe der Jahrzehnte. Aber wir haben auch veränderte Lagen. Es ist heute schwieriger, Vertrauen zu fassen, weil die Dinge unübersichtlich sind und weil wir von der politischen Führung zum Beispiel, aber auch von der Führung in der Wirtschaft nicht eigentlich Hilfestellung bekommen, die Dinge besser zu durchschauen. Und das ist schon auch beim Vertrauen wichtig, dass uns jemand erklärt, zumindest, dass er selbst es versteht und dass wir uns anvertrauen können. Viel mehr ist ja gar nicht möglich. Wer durchschaut denn die Bankenkrise? Zur Bankenkrise kommen wir gleich noch. Bleiben wir noch mal einen Moment bei der Politik. Was müssten die denn tun, um die Themen und die Inhalte transparenter zu machen, den Menschen Orientierung zu geben? Es muss immer klar sein, was für Ziele da sind. Immer wenn Ziele klar sind, setzt sich eine Gruppe von Menschen vertrauensvoll in Bewegung, auch wenn die Strecke schwierig ist. Es geht also nicht so sehr ums Aufklären von Details aktuell, sondern es geht darum, dass man sagt, ihr könnt euch darauf verlassen. Unsere Ziele bleiben. Ein gutes Leben in einem Staat mit weniger Mitteln für alle. Glauben das die Menschen denn noch? Ja, wenn das Handeln danach ist, dann glauben sie es. Eine Vertrauenskrise oder mangelndes Vertrauen, zurückgehendes Vertrauen. Wir sehen das ja auch in den Wahlbeteiligungen, dass die Menschen auch einfach sagen, ich gehe gar nicht mehr wählen, meine Stimme hat nichts wert. Außerdem glaube ich nicht, dass sich was verändert. Was müssten die Politiker denn aus ihrer Sicht tun in diesem Zusammenhang? Menschen auch wieder zu mobilisieren, ihre Stimme wirklich abzugeben? Glaubwürdigkeit ist der Schlüssel. Glaubwürdigkeit. Wenn wir wissen, dass gebrochene Wahlversprechen zum Wahlgeschehen gehören, dann gehen viele von uns schon deshalb nicht wählen, weil sie einfach nicht lächerlich sein wollen. Mhm. Und wenn Politiker darüber hinweggehen und sagen, das müsst ihr doch wissen, dass alle Versprechen nichts wert sind, die wir vorher geben. Das ist die Welt des Vertrauens. Die Welt des Vertrauens ist Versprechen halten. Sie sagten gerade, dass die Politiker ja sehr gut davon leben. Eine E-Mail, was uns ein Zuschauer geschrieben hat, passt gut zum Thema und auch zum Thema Vertrauen. Er schreibt, dass Schröder die Pipeline in der Ostsee genehmigt hat und jetzt bei der Gazprom sitzt, während Herr Clement auf einmal für Atomkraft ist und im Aufsichtsrat der RWE sitzt. Er fragt, Vertrauen, welches Vertrauen? Ich nehme mal Stellung zu dieser Schröder-Geschichte. Ich habe kurz nach dem Bekanntwerden dieses Engagements bei Gazprom mit dem Außenminister Fischer kurz darüber gesprochen und ich war sehr beeindruckt, dass es in den Augen dieses ehemaligen Außenministers das Schlimmste war, was sein Chef und Freund Schröder hätte machen können. Wie ist es denn mit unseren aktuellen wichtigen Figuren im Geschehen? Wenn wir mal uns einen Herrn Steinmeier, einen Herrn Beck angucken, einen Herrn Seehofer, der nun Herrn Huber beerben soll in Bayern. Wie sehen Sie da das Thema Vertrauen und auch weitergesprochen, weitergedacht, wenn ich Ihre Bücher angucke, das Thema Werte? Da ist ja ein enger Zusammenhang. Ja, also Herr Beck ist sicher nicht wegen Wertefragen abgelöst worden, denn er ist ein ungeheuer
zuverlässiger und sehr erfolgreicher Landesvater, sondern er hat sich verschätzt und seine Kollegen in der Partei eben auch mit der Ebene, auf der er erfolgreich sein kann. Eine ganz einfache Geschichte. Wobei er sich ja auch auf Medien und Spin-Doctoring bezogen hat, dass hier eine Kampagne gedreht worden wäre. Ja, aber selbstverständlich, wenn man schwer verwundet ist, dann wird man immer feststellen, dass man auch, wenn man Publizität genießt, Kampagnenerlebnisse hat, negativer Art, wenn man scheitert. Es gibt auch positive Kampagnen. Darüber wird da nicht geredet. Leute, dass ich oben bin, hat nur mit der Kampagne der Presse zu tun. Okay. Wenn Sie Steinmeier nehmen, Steinmeier ist ein Vertrauensträger, was damit zu tun hat, dass er keine wirklich klaren Aussagen liefert. Das nenne ich das Merkel-Phänomen. Dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir über Ihre Alpha-Frauen sprechen. Und wenn Sie jetzt Seehofer nehmen, ich muss Ihnen sagen, Seehofer ist in meinen Augen eines der größten politischen Talente, die wir haben. Ich bin jahrzehntelang immer schon ein Anhänger von Herrn Seehofer gewesen. Und ich freue mich sehr, dass er es jetzt noch schafft, in einem erneuten Anlauf zu einem Amt zu bekommen, das er sicher sehr gut machen wird. Woraus schließen Sie das, das Talent von Seehofer? Hat das auch mit seiner Fähigkeit zu tun, Vertrauen zu schaffen bei den Menschen? Ja, er schafft ja auf eine Weise Vertrauen, die etwas komplizierter ist. Und zwar, indem er den Mut hat, sich gegen die Führung seiner Partei zu stellen. Das heißt, er ist kein Opportunist. Das mögen die Leute, wenn man kein Opportunist ist. Da entwickelt sich Glaubwürdigkeit, weil der auch schwere Karriererückschläge in Kauf genommen hat wegen seiner Überzeugungen. Und das ist einfach eine Basis für Vertrauen, die ist großartig. In Ihrem neuen Buch, wo Sie über die Alpha-Frauen sprechen, was ich sehr, sehr empfehlen kann, nicht nur, weil ich es gelesen habe, sondern weil ich wirklich glaube, dass es eine Botschaft hat, die für viele unserer Zuschauer und Zuschauerinnen, auch für die Männer explizit gesagt, die richtige Botschaft in der richtigen Zeit ist. Da sprechen Sie auch über den Mut dieser Frauen. Wie würden Sie das nochmal konkretisieren, was Frauen heute mitbringen müssen? Sie haben ja zwei wunderbare Beispiele im Buch genannt, Condoleezza Rice und Madeleine Albright. Frau Merkel spannenderweise nicht. Ich habe Frau Merkel an einer anderen Stelle genannt, im Oslo zusammen. Was hat Condoleezza Rice mutig richtig gemacht? Die Condoleezza Rice zum Beispiel hat es geschafft, dass nirgendwo jemals geschrieben steht, sie sei farbig. Und das heißt dann, dass Frauen generell leichter Vertrauen binden können, weil man sagt, schau mal, die findest du wieder. Die hat doch nicht gestern was ganz anderes gesagt. Und damit haben wir die riesige Chance, dass die durch Setzung der Ämter mit Frauen doch dazu führt, dass wir mehr Vertrauen insgesamt einspeisen können. Sie schreiben ja dann auch, dass der richtige Mix zwischen Männern und Frauen das optimale Team ausmacht. Ja. Das gilt also auch, wie Sie sagen, explizit in der Politik. Ich finde das nicht nur einen mutigen, sondern auch einen weisen Schritt und eine weise Aussage. Ich bedanke mich sehr für Ihre Einschätzungen, Frau Höhler. Ich freue mich, dass Sie bei uns waren. Wir kommen schon fast zum Ende von Politik konkret. Vorher sind aber wie immer Sie am Zug, nämlich mit der Politik konkret Zuschauerfrage. Ich verabschiede mich an der Stelle. Bitte bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie wieder ein. Sie wissen, Politik geht uns alle an. Hallo Herr Poss, herzlich willkommen bei Politik konkret. Das hier ist Ihre Zuschauerfrage. Ja, ich würde mal gerne wissen, was die Politiker sich jetzt wirklich einfallen lassen, um ein System aufzubauen, was unabhängig von Spekulationen einzelner Privatbanken führen könnte, damit unsere Sicherheit gewährleistet ist. Ich denke, dass wir im kommenden Jahr ein weltweit funktionierendes System von Aufsicht und Kontrolle über die Finanzmärkte haben werden. Und wie soll das dann passieren? Was soll da sich ändern im Vergleich zu jetzt? Es gibt keine unregulierten Bereiche mehr. Der Schattenweltfinanzmarkt, der sich in den letzten 20 Jahren herausgebildet hat, wird dann sein Ende finden. Und was wird dafür sorgen? Also was wird die Politik daran ändern, dass es künftig so sein wird? Die wichtigsten Akteure, die Amerikaner, werden bei diesen Schritten jetzt endlich mitmachen. Es gibt mehr Transparenz, das ist die Voraussetzung von Kontrolle. Es gibt nicht mehr die unkontrollierten Bereiche wie die Investmentbanken, die ja auch zum großen Teil verschwunden sind. Und das Problem der Steueroasen muss auch gelöst werden.